Copy-Game ist, wie Outlast halt war, ne? Alter, wie ist... Ach, das ist eine Hose. Ich dachte, der hat keine Hose. Gut, dann gucken wir mal. Ja, wähle eine Prüfung. Wir sind dann jetzt wohl in Programm 2, dem Vergnügungspark. Schauen wir mal rein. Öffne die Tore, schreddere die faulen Äpfel. Warte mal. Ach, guck mal, wir haben hier noch sehr viel in der Polizeistation auch zu tun, ne? Brich die Autopsie ab. Sabotiere die Abriegelung. Oh, jetzt ist natürlich die Frage... Machen wir jetzt erst die Polizeistation fertig? Das ist eigentlich so ein Ding für längere Streams jetzt, wenn ich mir das so, ne? Kann ich eigentlich auch mehrere? Nee, ich kann immer nur... Die sind noch gesperrt. Dürfen ihre Unwahrheiten nicht verbreiten. Bringen den Verräter in die... Leichen bieten forensische Fakten mit unserer Wahrheit unvermeidbar sind. Zermalme die Leichen zu faktisch korrektem Brei. Und das ist, wenn die Türen öffnen, kannst du dich kein Gefängnis halten. Schalte die Generator, um deine Flucht zu ermöglichen. Gibt es denn irgendwie einen Levelpunkt oder so? Schreddere die faulen Äpfel. Müssen die unartigen Kinder... Was ich mich jetzt frage, ist halt... Ist das jetzt dann die gleiche Map? Weil das Bild sieht anders aus, ne? Könnte ein anderer Part der Polizeistation sein. Also ich würde einfach sagen, wir gehen da rein und gucken mal, was das zu bieten hat. Okay, wir haben... In den Prüfungen sind illegale Murkoff-Dokumente verstreut. Finde sie um geheime Geschichten. Okay... Handlungsstrang. Arsenal haben wir das. Dokumente. Alles, was du tust, wird von unseren Wissenschaftlern aufgezeichnet. Wie du abschneidest. Therapie Level 2. Fehlgeschlagene Prüfung 0, Tode 1. Okay. Gut, wir gehen rein. Mal gucken. Prüfung wird vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. Betritt das Shuttle. Step into the shuttle. The trial is ready. Schließe alle Programme ab. Schließe dich den Wiedergeborenen an. Ja, gucken wir mal, was die Polizeistation noch so vor uns verborgen hält, ne? Ich möchte deine Liebe nicht. Ich möchte hier nur lebend raus. Oh nö, nicht er schon wieder. Okay, das war die Snitch. Hat er sich gerade am... Bruder, mit Elektroschock stimulieren ist... nicht so mein Ding. Oh Gott. Ey. Ich sehe doch jetzt schon wieder, worauf habe ich mich überhaupt eingelassen, Alter. Das wird doch schon wieder die reinste Hölle für mich. Aber naja. Alles für die Klicks, Kappa. Brich die Autopsie ab. Polizeirevier. Wir sind auf jeden Fall in einem... Respect for authority is key to productive healing. Okay. Was auch immer du sagst, Bruder. Murkoff bedeutet Wahrheit. Okay, wir haben hier wieder... Ja, Blut, definitiv. Erstmal wieder Steuerung so ein bisschen, ne? Hier kann ich mich direkt verstecken. Da habe ich so einen kleinen... Oh nein, er ist wieder hier.
Ja, gib mir mal hier die olle Adrenalinspritze. Hier ist noch eine Batterie. Mit R kann ich meine Fähigkeit aktivieren, wenn ich das gerade gesehen habe. Hilft die denn auch gegen den Dude mit dem Elektroschock? Moin, was geht ab? Ich bin der Neue. Okay, hier alles klar. Also ist ein und dasselbe Gebiet. Gut, dann gucken wir mal, was... Ah, das ist Medizin, ne? Dann lass ich mal eine Batterie hier. Wow. Hurenlampe. Und ich darf hier Schimpfwörter sagen, das Spiel ist ab 18, also darf ich mich auch artikulieren wie ein 18-Jähriger. Mann! Was soll denn das? Alle Reagenzien zum Fortfahren benötigt. Ja, Chica, und wo kriege ich die her? Wahrscheinlich muss ich in jeden Sektor oder auch nicht. Kann ich mich verstecken. True Power Poster gefunden. Nice. Sektor B. Da piept auf jeden Fall was hinter. 1, 2, 5, 3. Wo ist die 4? Morgen, Officer. Ja, dahinter geht es auf jeden Fall weiter, ne? Also. Blockiert. Hä? Ah, jetzt kann ich. Finde Schlüssel, um, Es geht wieder los, meine Freunde. Der Wahnsinn beginnt erneut. Ich muss mich hier anders hinpflanzen. Das ist irgendwie... Sitzpositionstechnisch ist gerade... Wow. Erdbeben und so. Gerade kacke hier. So. Ah, nicht ganz so geil. Muss hier, glaube ich, noch ein bisschen was umändern demnächst. Mal sehen. Ist ja langes Wochenende und so. Oh nee, ich glaube, das ist der Große. Warte mal, warte mal. Hier war der Generator hinter, ne? Ah, okay, das ist dieselbe Map, aber ein bisschen anders aufgebaut. Hallo? Hehe, ich hab dich gesehen, du dummer Hund. Bleib in deinem Scheißschrank. Jo! Oh. Nee, nee, bleib mal da drin. Ist cool. Ah. Wir sind Freunde. Alles cool. Niemand wird verletzt. Oh Gott. Also Sektor A ist die Tiefgarage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Oh, waren da wieder Symbole? Fuck. Na, dann gönne ich mir mal den Heal. Hier ist doch bestimmt auch einer im Schrank, oder? Der ist, glaube ich, nicht so gut auf Menschen zu sprechen. Dietrich erforderlich. Boah, nee, hier komme ich nicht.
Okay. Ich bin schon wieder ganz leicht angespannt. Ey, Bro, kannst du mich hier rausholen? Oh, wenn ich diese Scheiße hier schon sehe, ne? Hallo? Es geht ab. See you later, Alligator. Ah, Adrenalin, ja gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sektor A. Könnten wir vielleicht auch ein bisschen leiser und so? Hier ist noch eine Da ist eine Tür. Vorne ist der andere Dude, ne? Ah, das sind die Dinger, stimmt. Dann kommt der Gasmann, ne? Warte mal. Da atmet aber noch einer. Weil ich höre das auf der Seite. Das kann nicht der da vorne sein, ne? Ja, wobei doch. Da ist der Sound ein bisschen, da ist ein Poster. Ja, und er ist doch bestimmt auch ein Hinweis, ne? Ey, der Typ ist doch... Das ist doch kein Mensch mehr. Das sieht aus wie so eine Bestie, Alter. Ruhe im Karton. Hello? Me? Was ist das? Gegenmittel. Ja, das sollte ich vielleicht auch dabei behalten. Nur für den Fall der Fälle. Puh, Gott, da hinten liegt wieder Adrenalin oder so. Hier ist ein Dietrich, ne? Den sollte ich mir merken. Ja, alles ein bisschen öffnen. Da ist auch wieder das Gegenmittel. Oh. Ja, aufpassen. Ja, wir haben gelernt, es versprüht das Gift. Und dann kommt irgendwann der Slenderman. Ja, oder... Gut, gibt dir das Adrenalin. Wollte ich jetzt... Eigentlich nicht, aber ist okay. Oh shit, oh shit. Nee! Warum? Lass mich mal bitte in Frieden. Ich meine, selbst wenn er mich erwischt, ich habe ein Gegenmittel, ne? Ist jetzt nicht so... Ich füll gleich mal... Als ob der... Der wusste nicht, wo ich bin, ne? Der kam da einfach reingerannt. Dämlicher Penner. Na gut, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass wir die Prüfung wieder so schaffen in einem Rutsch heute. Weiß gar nicht. Ich kann zwischendurch nicht speichern. Das heißt, wenn wir es nicht zu Ende machen, muss ich beim nächsten Mal weitermachen. Bruder, Zahnarzt wäre mal angebracht für dich. Oh, vielleicht auch so ein Kieferchirurg. Oh! Mami! Oh nö, er ist es wieder. Der Mann, der kein Mann war. Ich gönn mir mal das Poster. Wo kam er denn jetzt her? Da ist noch eine Batterie. Oh
Und ein Gegenmittel, das brauche ich nicht. Warte mal, hier ist schon Sektor B? Oh shit, oh shit. Oh, ich muss doch da rein, oder nicht? Mann, warum er? Warum kann es nicht die Leatherface-Troller mit der Puppe sein? Ja, wobei, die war auch scheiße. Aber die hat mich noch nicht richtig angegriffen. Das war nur eine Cutscene. Er hat mich schon getötet. Mami? Ah, setz hier Puppen hin, natürlich. Macht das Ganze nicht gerade besser. Ah, okay. So, langsam Türen öffnen, ne? Wir erinnern uns, es gibt Fallen. Okay, also da ist Sektor B. Der Typ ist in Sektor B. Heißt, wenn ich mich von Sektor B fernhalte... Kommt der nicht? Aha! Ja, Sektor B, natürlich. Batterie. Ja gut, komm, machen wir plus minus null. Ich nehme die hier mit. Bitte beweg dich nicht. Bitte schrei nicht, bitte mach keinen Lärm. Gut. Oh ne, hier ist auch wieder eine Tür. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Mach doch nicht so laut. Mach doch leise. Ich weiß jetzt halt nicht, Hase war, glaube ich, auch im ersten Teil, ne? Der Polizeistation. Ich finde diesen Verkack... Ich finde diesen verkackten Schlüssel einfach nicht. Ich muss Batterie sparen. Und wir brauchen auf jeden Fall Heilung. Oh, er hat Spaß. Was? Ist es nicht ungewöhnlich, dass der Doktor Sex mit seinem Patienten hat? Ich bin nicht dein Patient, mein Freund. Dieser Arsch bleibt jungfräulich. Oh Gott. Ja, jetzt geh mal weg. Bin tatsächlich kurz vorm Tod. Das... Hello? It's me. Könnt was zum Healen gebrauchen. Ha! Komm mal, das Spiel, ne? Das hört auf mich. Das Problem ist, dass ich mir das gleich hinterziehen muss. Ja, das ist nur kleine Heilung, ich brauche eine große. These walls aren't here to keep you in, they're here to keep the world. Ist jemand gehört? Nein? Schön. These walls aren't here to keep you in, they're here to keep the world out. Ja, das ist ja schön, wenn du das so siehst, ne? Aber... Ich brauche noch mehr zum Heilen. Ja, du wiederholst dich. Oder eventuell auch mal eine Batterie, ne? Okay, Poster habe ich jetzt schon genug. Ja, noch einen Dietrich brauche ich halt nicht.
Gott. Hallo? Junge, wie komme ich denn da hinten hin? Ach du Scheiße, guck mal, wer da rumläuft! Holy shit, knall die doch nicht so zu, mach doch leise! Gott. Das wäre jetzt auch creepy, wenn hier neben einer stehen würde, ne? Da atmet doch eine. Ich. Oh, guck mal hier. Si, Senor. Was haben wir hier? Eine Flasche. Nee, ich will. Das ziehe ich mir mal gleich hinter. Was? Adrenalin. Und das ist einfach nur eine Flasche, oder was? Damit kann ich eventuell jemanden ablenken. Ah, das sind diese Schreier. Okay. Dieses Spiel macht mich fertig. Psychisch und körperlich. Ey, wo ist der hin? Und dir geht's gut, Bruder, ne? Clyde Perry, Brief. Liegt auch noch eine. Wie komme ich denn da hin? Nein, 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 nein. Oh! Here we are. Nein! Wo kam er denn jetzt schon wieder her? Alter. Dieses Game macht mich fertig. Shit, 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 shit. Gymnasium. Ja. Ich weiß, warum ich nie aufs Gymnasium wollte. Jetzt bin ich einmal rumgegangen, oder was? Ah! Okay. Krone, Herz und Karo. Nee, Pik. Nee, was ist das? Kreuz ist das, ne? Ja, Schlüsselkreuz steht da, okay. Also Krone, Herz, okay. Ja, komm, try it again. Warum auch nicht? Ach, das ist nicht der Große, der da hinten rumläuft. Das ist nochmal ein neuer Groß. Er haut auf den Fußboden. Warum haut er denn auf den Fußboden? Was hat dir der Fußboden getan? Fliesenleger wirst du so nicht, mein Freund. Boah, ich muss an ihm vorbei, ne? Was ist das?
doch lang. Ah, gucke mal, da ist das Herz. Ich fasse auch das Herz an, ne? Okay, wir haben den Herzschlüssel. Oh. Ja, hindurchspringen. Natürlich springe ich da jetzt durch. Ich brauche eine Batterie. Eine Batterie wäre sehr cool. Aber... Boah, eventuell ist hier eine drin, ne? Boah, jetzt muss ich hier wieder... die fetten Dead by Daylight Skillchecks rausholen. So. Vorrichtungsaufladungsteil. Ich habe immer noch keine Ahnung, was es macht. By the way, ist in Dead by Daylight gerade eine neue PTB. Neuen Killer und so. Zum Jubiläum. Gibt's ein Video auf meinem Channel? YouTube. So. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme, ne? Warte mal, hier vorne kam der Dude raus. Hier. Okay, Sektor B, Kreuz. Da war die Lärmfalle. Ich habe das noch nicht benutzt, ne? Er hat mich gesehen! Okay. Ich denke mal, man kann später die Dauer auch noch erhöhen. Also, dass man seine Fähigkeiten upgraden kann, denke ich mal. Puh. Also, diese Aufgaben haben es in sich, ne? Muss man ja... Die sind nicht mal eben in 2-3 Minuten gemacht, ne? Sondern du brauchst wirklich schon ein bisschen... Ist halt die Frage, wie ist das, wenn du mit anderen zusammenspielst, ne? Ist das dann deutlich einfacher? Ich denke mal, du hast diesen Nervenkitzel dann nicht, ne? Dass dich, weil einer lenkt dann die Gegner ab oder was weiß ich. Daher. Wenn sich hier irgendwas bewegt, ne? Das ist wieder so ein Gegenmittel. Okay. Ne, davon habe ich eins. Das ist okay. Ja, das Ding, was ich jetzt hier gerade in der Hand habe, ne? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay. Ja, wir haben halt alle Leichen abgesucht, ne? Wir haben nur noch die wahrscheinlich, die richtig sind. Nett. Der Kreuzschlüssel befindet sich nun in unserem Besitz. Dann müssen wir jetzt nach Sektor C. Waren wir schon in Sektor C? Ich glaube. Kann ich das? Ah, Vorrichtung bereits geladen. Warte mal. Komme ich denn da hin? Geht das wieder los? Ah! Großer Mann!
Oh Gott! Er hat mich nicht gesehen? Oh, vielleicht ein bisschen leiser sein. Ich habe das Fenster vorne noch auf. Also man hört mich draußen. Das ist wieder das gleiche Ding. Ich müsste mich mal schlau machen, was ein Vorrichtungsauf... Hast du das gehört? Da irgendwie lang, ne? Bruder, mach doch nicht so. Kommt der Typ da auf einmal raus? Und das, nachdem ich durch eine Tür mit einer Falle laufe, ne? Geh da rein, geh da rein, geh da rein! Da muss ich hin, ne? Also ich bin schon auf dem richtigen Weg, okay. Ja, verzieh dich doch jetzt. Ja, hier waren wir auch schon, ne? Stimmt. Stimmt, und dann bin ich wieder in der Halle gelandet. Okay. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, ne? Hey, Caro. Brauchen wir nicht. Wir brauchen einen anderen Dude. Ich habe hier auch schon irgendwo so einen Schatten laufen sehen, ne? Irgendeiner ist hier wieder am Start. Nee, Stern brauchen wir auch nicht. Gut, dann gönne ich mir das. Na, plus minus null. Ja, er fühlt sich halt auch nicht mehr so wohl. Da ist noch eine Kiste. So, das ist... Batterie? Große Batterie. Oh, sehr gut. Fuck. Hier rein? Ah, guck mal da. Da ist eine Falle hinter. Das rote Licht. Oh! Das Spiel macht mich... Ey, ich bin psychisch am Ende nach einer halben Stunde in diesem Game, ne?
mal, da ist eine kleine Batterie. Schmeiß ich mal rein. Oh nein! It's Wolverine, Digga! Oh nee, jetzt kommt er wieder. Auge. Das allsehende Auge ist auch. Auch wieder eine kleine Batterie, ne? Die kann ich mir ja snacken. Okay. Wo bin ich jetzt? Ah, da ist die Krone. Der muss auch mal zum Kieferorthopäden, ne? Solltest du mal den Kiefer richten? Hallo! Was geht ab, Bruder? Aue! Hallo! Hallo! Lass dich mal beiseite schieben, Alter. Wo kam er denn her, Alter? Okay, ich würde sagen, ich gehe hier zurück. Das ist, glaube ich, der sicherste Weg. Sagte er, während der Riese da rumläuft. Frage ich mich, wo ist der Stromschocker, Mann, ne? Das ist wieder so ein. Da A. Ja, ich muss ja eigentlich nur zurück jetzt, ne? Mehr ist es ja nicht. Dann ist halt die Frage, haben wir dann das Level geschafft? Oder war das wieder bloß wie in dem anderen Level, der Start? Da hinten? Also irgendwas passiert hier wahrscheinlich auch, ne? Kann ich mir vorstellen. Weil wir machen ja auch Lärm. Shuttle-Türen sind offen. Komm her! Oh mein Gott. Okay, das heißt, das erste Level ist wahrscheinlich immer das längste und dann hast du ein bisschen kürzere. Trotzdem eine Dreiviertelstunde, ne? 50 Minuten. A minus. 35 Minuten, okay. Ja, 10 Minuten waren. Bruder, nice. Von Geräuschfalle erwischt.
erstmalig abgeschlossen. Cool, cool, cool. So, jetzt habe ich wieder Punkte. Kann ich mir jetzt wieder Sachen kaufen? Muss ich hier, ne? Jetzt kommen wir wieder in unseren vorherigen Raum. Okay. Ah, ist auch geil. So kurz und knackiges Level, ne? Aber ich denke mal, zu zweit bist du halt deutlich schneller durch und du hast diesen Grusel, diesen Horror nicht. Weil dann sucht jeder einen Schlüssel oder so, ne? Oder zu dritt oder zu viert. Yes. Ich glaube, das ist eine wunderbare Performance. Willing to thrust your